Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite, so wie üblich. Wir haben eben gerade quasi das Bewerbungsgespräch von Fink mehr oder weniger freiwillig bestanden. Der möchte uns gerne als Sicherheitschef haben für Fink Incorporated Enterprises. Weiß ich nicht was, wie sich da genau sein Unternehmen nennt. Hoppala. Aber das wollen wir natürlich nicht. Das ist nicht das, woran wir interessiert sind. Zumal wir eigentlich auch nicht wirklich vorhaben, in Columbia zu bleiben, ne? Oder ja. Ich bin hier noch am gucken, ob ich hier vielleicht irgendwas finde noch, was Gutes. Mensch, aber ich bin so langsam, habe ich hier echt das Gefühl, ich hätte mich vertan mit dem Chiffrebuch. Aber das kann doch nicht sein. Aha! Aha! Komisch. Wieso denn komisch? Guck mal, da drüben ist ein Lockpick. Ja, und hier ist vor allem... Ups. Wermut. Blech. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, danke. Salze. Yeah. Voll gut, sonst finde ich solche Räume ja nicht so schnell, weil ich ja ein bisschen blöde bin. Da drüben sind auch nochmal Salze. Eine Infusion. Tja, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ich glaube, wir nehmen jetzt mal wieder Gesundheit. Gut. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Gesundheit ist nie verkehrt. Ne? Merken. Diejenigen unter euch, die gesund sind, die sollen sich glücklich schätzen. Gesundheit schätzt man immer nur dann wert, wenn man sie nicht mehr hat. Ne? Und deswegen seid glücklich für das, was ihr habt. Man muss auch nicht immer rummeckern. Man kann sich auch einfach mal gut fühlen mit dem, was man hat, ne? Salze sind noch voll. Also, der Kampf, der war doch irgendwie Pipifax, ne? Ich habe Angst gehabt, dass da ein Handyman kommt oder so. Mehr Geld. Hier. Da hatte ich ja wirklich Angst vor. Ach, Mensch. Kann ich hier was kaufen? Ja, nichts, was ich wirklich bräuchte. Nichts, was ich bräuchte. Ich muss hier mal schauen, weil ich ja eigentlich gerne dieses Chiffrebuch finden will. Oh Gott, ich habe Angst, dass jetzt hier wieder Leute rauskommen aus der Toilette. Eine Geldbörse. Oh, und die Toilette habe ich auch angemacht. Schön. Immer schön spülen, ne? Und danach Hände waschen. Wichtig, wichtig. Ui, es kribbelt mir in der Nase schon wieder. Immer muss ich niesen. Peinlich, peinlich ist das. Ach komm. Vox Populi. Kannst du nicht hier auf dem Klo dein Chiffrebuch, dein Codebuch versteckt haben? Warum denn nicht? Die sind ja cool gezeichnet. Ja, egal. Aber trotzdem. Schönes Plakat für eine schlechte Sache. So. Ich muss mal gucken, ob es hier noch mehr Räume gibt, die ich abklappern kann, bevor ich weiterlaufe. Denn letztendlich... Letztendlich will ich jetzt hier erstmal alles absuchen. Bevor ich mich dann tatsächlich dazu entschließe, weiterzugehen. Haben wir hier? Munition ist voll. Ach man, wo ist denn das Buch? Da haben wir noch Ausrüstung. Das ist doch schön. Sagte sie und nahm sie nicht. Nein, Quatsch, ich nehme die gleich. So, Elizabeth? Kinderspiel. Erledigt. Ja, das hat sich ja schon gut gelohnt, ne? Was wollen wir denn hier mal? Was wollen wir denn hier mal? Was haben wir denn hier Schönes, wollte ich sagen. Rosenspröde Haut. Nahkampfangriffe machen Ziele kurzzeitig verwundbar. Opfer nehmen 5 Sekunden lang 2-mal Schaden. Hm.
Krass, ich glaube, ich leg das mal an. Weil ich ja doch recht viel so nahkampftechnisch zugange bin und recht viele Nahkampfkills mache. Da denke ich, lohnt sich das schon. Hier ist auch noch eine Tür. Müsli. Ach so, jetzt können wir hier auch wieder zurück. Oh, guck mal an. Ja, guck mal einer an. Ja, jetzt könnten wir den Good Time Club verlassen, aber... Hier ist ja sowieso noch irgendwo das Codebuch und außerdem ist ja hier auch die Hauptmission. Von daher ist das jetzt nicht unbedingt Sinn und Zweck, das zu tun. Ach, aber wo ist denn... Da drüben würde ich gerne hin. Komme ich denn da drüben hin? Wer hat schon Zeit für all den Papierkram? Das muss ich ja jetzt nochmal eruieren hier, wie ich darauf komme. Das ist ja hier tricky bis zum Hast du nicht gesehen. Booker, da drüben ist eine Tür. Ich glaube, hier geht's runter. Ach, warte mal. Nee, da will ich doch hoch. Hier will ich doch hoch. Aber wie komme ich denn bloß da hoch? Komme ich da überhaupt hoch? Da ist eine Tür. Toll, das Ding ist Deko. Manu! Was soll denn das? Ich sehe es doch ganz genau, da oben. Huch, shit. Leute, guckt doch mal da. Da ist eine Tür. Aber also selbst wenn ich von der Treppe da hinspringe, dann komme ich da trotzdem nicht drauf. Scheiße. Und wir haben natürlich hier auch nirgendwo einen Frachthaken oder sowas. Naja, dann ist es vielleicht nur Deko. Hm. Dann gehe ich mal weiter. In der Hoffnung, dass ich das Codebuch noch finde. Oh Mann. Elizabeth? Na, findest du was, was ich nicht finde? Ach so. Ja, beam dich. Mach ruhig. Ist schon okay. Seltsam. Da! Den habe ich auch gesehen, den Audiolog. Ich hielt dich für einen Narren, lieber Bruder. Als du mir erzähltest, dass du wundervolle Musik aus Löchern in der Luft hörst, da zweifelte ich an deinem Verstand. Aber du hast mit diesen Dingern nicht nur ein Vermögen gemacht, du hast mir auch den Weg gewiesen. Was meint er denn damit? Toll, steht da so eine Riesentruhe und es ist nichts drin. Nur für Mitarbeiter. Na komm, Franny, du bist doch eine moderne Frau. Wir schreiben 1912. Es wird 2012, bis ich mich für einen dich interessiere. Hehe, kurze Anspielung auf unsere Zeit. Das ist ja jetzt schon 2013. Aber das Spiel war ja angekündigt für 2012. Zu den Waffen! Ah! Schön. Ich hätte es ja auch friedlich gelöst, aber wenn ihr nicht wollt, dann wollt ihr nicht. Was soll ich da machen? Was soll ich da machen? Verratet es mir doch mal bitte. Wo ist dieses Codebuch? Das macht mich jetzt wahnsinnig. Richtig wahnsinnig. Wanted Daisy Fitzroy und ein Vox-Anarchist und ein Labor Agitator? Ein Arbeitsagierender? Ach ja, es ist immer schön, wie toll ich das übersetzen kann.
Ich weiß, wie gesagt, ich weiß wirklich, was das heißt, aber... Ich tue mich echt schwer mit Übersetzungen. Also, das in eine schöne Form zu bringen. Das ist nicht so ganz mein Ding. Nun denn. Guckt euch das mal an. Da. Chen Lin, Zelle Nummer 9. Wir sollen Chen Lins Zelle finden, aber ich würde jetzt trotzdem gerne dieses doofe Codebuch auch noch finden, Mann. Ach, ich mach doch schon wieder irgendwas falsch, oder? Kriegst du das auf, Elizabeth? Das dürfte schnell gehen. Ich habe für Leute wie Fink gearbeitet. Wirklich? Ich war bei den Pinkertons. Man hat uns gerufen, wenn Arbeiter Stunken machten. Und wozu? Um den Leuten zu zeigen, dass es unklug ist, die Arbeit niederzulegen. Und zwar mit Gewalt. Ich kann dir sagen, manchmal sind solche wie Fitzroy bitter nötig. Warum? Wegen Leuten wie mir. Bitteschön. Naja, wenigstens ist er selbst reflektiert, ne? Mein Glaube ist meine Waffe. Ach du Heiliger. Komm her! Nee, nix Columbia hier. Ich glaub, es hackt. Ja, aber wozu soll ich mein Salz jetzt hier verschwenden, wenn ich den auch einmal mit zwei Schüssen ganz fix erledigen kann? Das tut ja nicht Not, ne? Mr. DeWitt! Ja, wir haben das Codebuch. Das ist es. Das Buch für den Uhrenladen. Super. Aber ich glaube, wir gehen jetzt nicht zurück, um das zu machen. Das machen wir im Anschluss, denn ich denke ganz stark, dass wir da wieder zurückkommen werden. Ne? Aber dann habe ich ja wenigstens hier mal das Codebuch. So, einmal. Das ist aber warm hier drin. Hui. Ich denke mal, dass das ganz gut ist. Ich freue mich gerade. Ich habe schon die Hoffnung verloren gehabt. Na, was haben wir denn hier Feines? Können wir das anmachen? Sag uns, was du mit dem Fitzroy weißt, verdammtes Schlitzauge. Wir wissen, dass du uns verstehst. Willst du was sagen? Oder sollen wir Mrs. Lin auch hier holen? Brauchen wir Geld? Was darüber. Wir müssen heute noch drei verhören. Das ist Chen Lin auf dem Band. Aber er sagt nichts, er hält dicht. Chen Lin, der Waffenschmied, hält dicht, obwohl seine Frau auch in Gefahr sein könnte. Und ich mir auch nicht vorstellen kann, dass die Männer da Halt machen vor irgendwelchen blöden Androhungen. Was riecht denn hier so? Na, das ist hier er. Hier unten gibt's keine Klos. Noch ein Auto. Schwarze höher zu besteuern als Weiße. Ist das nicht grausam? Die Durchmischung der Rassen zu verbieten, ist das nicht grausam? Dem weißen Mann eine Stimme zu geben und sie dem gelben, schwarzen und roten Mann zu verweigern, ist das nicht grausam? Aber die eigenen... Was muss man getan haben, um an so einem Ort eingesperrt zu werden? Fink braucht keinen großen Grund. Nein. Anscheinend nicht. Grausamkeit kann lehrreich sein. Und was ist Columbia anderes als die Schule des Herrn? Grausamkeit kann lehrreich sein? Na super. Wenn ich das richtig gelesen habe vorhin auf der Tafel, dann ist das hier die Zelle von Slade gewesen. Tatsache. Er ist... Du hattest recht. Es war keine Gnade, ihn zu schonen. Nein, war es nicht. Allerdings können wir jetzt auch nichts mit ihm tun. Der arme alte Mann sitzt da einfach rum. Dann wollen wir ihn weiter rumsitzen lassen. Also meinetwegen... So, das ist Zelle 9. Da ist Chen Lin drinne. Und wer ist hier drinne? Zelle 8. Das
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Aber ich will jetzt hier erstmal ein bisschen alles schnell durchsuchen. Om nom 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 nom. Langsam aber sicher frisst sich der gute Booker eine Plauze an, eine kleine. Wäre ein Schloss. Was haben wir hier Schönes? Fertig. Ausrüstung haben wir noch. Schubkontrolle, verbesserte Schuh- und Bremskontrolle an Skylines. Nehme ich mit, aber will ich jetzt gerade nicht ausrüsten. Gut, meine Lieben, dann würde ich mal sagen, die Zelle von Chen Lin wird in der nächsten Folge geöffnet, weil ich so furchtbar, furchtbar sadistisch bin. Macht es gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.